Hallöchen, ihr Lieben, hier ist wieder eure Tesla-Lisa und für mich geht es mal heute wieder auf einen Roadtrip. Ja, und zwar fahre ich heute mal wieder nach Hilden mit einem Zwischenstopp bei Hannover, beziehungsweise noch ein Stückchen weiter drunter. Da werde ich nämlich dieses verloste Buch noch abgeben. Der Gewinner hier von YouTube hat es schon per Post bekommen, aber ich habe ja noch ein Exemplar auch auf Instagram verlost und das werde ich heute mal abgeben, weil das liegt quasi auf dem Weg. Ich muss halt nur quasi andersrum über Hannover fahren und nicht über Bremen nach Hilden und von daher ist das nicht so wild. Ich habe jetzt mal geguckt und zwar, wenn ich jetzt von hier starte, ich habe jetzt noch gut 73%, würde ich laut Tesla Navi unter 130 fahren müssen, damit ich mit 5% ankomme. Am Zielort ist nämlich eine Wallbox, die ich wahrscheinlich nutzen kann. Und dementsprechend muss ich mal gucken. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Hoppala. Wie wäre es mit Nachbelichten? Danke. So, also wie ihr seht, muss ich unter 130 fahren, damit ich das Ziel erreiche. Ja, mal gucken, ne? Also auf dem Weg sind drei Supercharger, der ist viel zu nah, um da zu laden. Das ist der in Heimfeld. Also wird immer in Hamburg angezeigt. Hier ist Bisping und da unten müsste dann noch Lauenau sein, genau. Also mal gucken, ob ich irgendwo anhalte. Also Pipi-Pause wird es auf jeden Fall geben, weil 250 Kilometer fahre ich nicht durch. Das schaffe ich, glaube ich, nicht. Und ja, mal gucken, ob wir das so schaffen oder ob ich tatsächlich noch irgendwo bei Launau laden muss. Ich hoffe einfach nicht, weil meistens ist ja die Prognose immer auch sehr pessimistisch gerechnet und von daher hoffe ich einfach, dass ich so durchkomme. Ist auch aktuell kein Stau, ich müsste eigentlich so auch durchrutschen und von daher, ja. Ich habe mir hier auf dem Beifahrersitz wieder die Tasche zurechtgemacht, die CSOS-Tasche. Da ist auch alles drin. Da sind zwei Trinkflaschen, da ist noch eine Kamerahaltung, ein bisschen was zum Snacken. Meine Handtasche habe ich da diesmal auch mit reingestopft, weil ich die Fußraumtasche nicht installieren wollte. Das Buch passt da halt bestens rein. Da ist noch ein etwas älteres T&E-Magazin drin. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal los und berichte euch von zwischendrin. Bis dann! So, ich bin jetzt am Supercharger Lauenau angekommen, aber ich muss gar nicht laden, weil ich komme mit 20% an. Also ich habe zwischendurch mal ganz kurz hierhin navigiert, deswegen sieht die Energiekurve jetzt auch ein bisschen komisch aus. Ich zeige euch das einmal ganz kurz. Also da steht jetzt halt, ne, hier sind wir jetzt gerade bei 35%. Mit 20 komme ich jetzt an. Das reicht also dicke. Die Wallbox vor Ort kann ich auch nutzen. Und von daher alles bestens. Also ich bin echt gut durchgekommen. Ich habe, ich zeige euch das mal ganz kurz. Also ich zoome mal ein bisschen ran. Also ich bin jetzt knapp 195 Kilometer gefahren, 2 Stunden, 166 Wattstunden pro Kilometer. Finde ich schon einen ganz guten Wert für mein Rotkäppchen. Also ich bin aber auch nur zwischen 120 und 130 gefahren, weil mehr war manchmal entweder gar nicht möglich. Also eine Baustelle hatten wir zwischendurch, da geht ja meistens nur zwischen 60 und 80. Und ansonsten, ja, es gab ein paar Strecken, wo offen war, aber ich hatte auch irgendwie nicht so wirklich Bock, jetzt schnell zu fahren. Und selbst wenn, dann würde ich wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, 15 oder 10% ankommen. Also die Prognose war schon sehr, 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 sehr pessimistisch, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass ich mit 20% ankomme, weil 15% mehr ist schon ganz schön viel. Aber gut, soll mir recht sein. Ich mache jetzt kurz ein Pipi-Break und dann fahre ich gleich weiter. Ich habe jetzt auch nur noch knappe halbe Stunde und dann bin ich erstmal am Zwischenziel. Jo, ihr Lieben, ich bin jetzt einmal am Zwischenziel angekommen, sogar mit 23%. Also, ja, obwohl es gerade noch mal bergauf, bergab ging, war es aber sehr gut. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Ich hatte jetzt 171 Wattstunden in den letzten 60 Kilometern ganz genau. Und bin sehr zufrieden. Wie gesagt, 23% bin ich jetzt hier angekommen und darf jetzt hier anstöpseln an eine, ich glaube, Wallbox von Ease von Heimladen. Und noch einen ganz kurzen Tipp für euch, wenn ihr mal lange unterwegs seid. Ich habe einen super geilen Podcast gefunden, Nur verheiratet von Hazel Brugger und Thomas Spitzer.
ich kriege dafür kein Geld, aber ich finde den wirklich sehr gut und einfach so super lustig. Und gerade für längere Fahrten lohnt er sich auf jeden Fall. So, ich kriege jetzt hier ein bisschen was zwischen die Kiemen und dann geht es auch weiter nach Hilden. Ich werde mal gucken, was er hier mir sagt, wenn wir jetzt quasi, weil mal Seed and Greed, kriegt er das hier hin? Seed and, ja. Ah, da, Seed and Greed. Von hier sind es jetzt noch so 157 Kilometer. Ich guck mal, was er jetzt gerade sagt, wenn wir jetzt so losfahren würden. Kleinen Moment. Rotkäppchen ist ja nicht die schnellste. Obwohl doch. Ah, ist ja lustig. Sie sagt sogar, wir sollten zurück nach Lauenau fahren und da dann nochmal aufladen. Für eine halbe Stunde sogar. Mal gucken, ob wir das jetzt mit der Wallbox aufgefangen kriegen und dann quasi einfach durchdübeln können. Ja, ich berichte später. So ihr Lieben, wir sind schon wieder unterwegs. Mit wir meine ich Ute und mich. Und die Ute kennt ihr vielleicht auch von Going Electric. Ich verlinke das mal, die ist bei Instagram unterwegs. Schaut da gerne mal vorbei. Und auch bei Leise fahren verlinke ich, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sind nochmal schnell hier Stäbchen rein testen und so. Und sind jetzt in Carmen am Supercharger. Hier ist auch wieder ordentlich was los. Und wir sind hier mit bummelig 4% angekommen. Hab ein bisschen misskalkuliert, sag ich mal. Ich hätte mal doch in Lauenau, ja danke, in Lauenau laden sollen. Aber gut, wir kommen jetzt noch ganz gut hin. Wir sind jetzt 123 Kilometer gefahren, 176 Wattstunden pro Kilometer ist auch ganz okay. Und dann geht es jetzt weiter gleich nach Hilden. So ihr Lieben, wir sind in Hilden angekommen. Wir hatten in Carmen noch auf 30% hochgeladen, sind jetzt hier mit 17 angekommen und haben jetzt die Zeit ganz schnell genutzt, uns noch den Sion von Solo Motors anzugucken. Der ist hier nämlich heute zu Gast am Ladepark Kreuzhilden beim Seed and Greed. Man konnte ihn jetzt hier nicht Probe fahren, beziehungsweise habe ich keinen Termin bekommen, aber das kommt noch. Ich habe noch einen Termin für Hamburg ergattern können, tatsächlich auch mit Probefahrt. Das kommt dann demnächst, das Video, also seid da gespannt drauf. Ich habe jetzt heute nur mal mir in Ruhe das Auto angeguckt, ein paar Fragen gestellt und dann folgt das ausführliche Video dann später. Ja, mal gucken, wie die Verbrauchswerte so aussehen. Das würde ich euch einmal zeigen bisher. Ich habe nämlich noch den Tripzähler zu Hause, beziehungsweise so, ich weiß nicht, 3-4 Kilometer nach Start nochmal zurückgesetzt und zeige euch jetzt einmal die Verbrauchswerte. So, und zwar Trip A und Trip B habe ich beide gleichzeitig zurückgesetzt. Wir haben jetzt insgesamt 450 auf der Uhr, 169 Wattstunden im Durchschnitt, ist ganz okay. Ich bin zuletzt auch nochmal ein bisschen schneller gefahren, bin damit aber ganz zufrieden und ja, ich düse jetzt noch wieder zurück, bringe die liebe Ute wieder nach Hause und mach dann zwischendurch nochmal ein Fazit. Ich werde wahrscheinlich nochmal hier jetzt in Hilden nachladen und dann später nochmal irgendwo zwischendrin. Und ja, dann sehen wir uns später. Ja, ihr Lieben, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ute habe ich auch schon wieder gut abgesetzt. Und ich habe in Hilden auf, ich glaube, 54 oder 56 Prozent hochgeladen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durch den Düdel. Und bin jetzt wieder in Lauenau. Ich guck mal ganz kurz. Das Lenkrad steht ein bisschen schief. Wartet mal. Also insgesamt bin ich seit Hilden schon wieder 234 Kilometer gefahren, 174 Wattstunden im Durchschnitt. Finde ich ganz vernünftig. Der Trip liegt aktuell bei 683 Kilometer. Immer noch 171 Wattstunden im Durchschnitt, finde ich auch noch ganz okay. Und ich muss jetzt hier noch ungefähr 25 Minuten laden, bis ich zu Hause bin. 25 Minuten, bis ich zu Hause bin. Zum Quark. 25 Minuten laden, damit ich zu Hause ankomme. In der Prognose stand vorhin 25 Minuten laden. Dann komme ich ungefähr mit 18% an. Mal gucken, ob ich einen Tick länger lade. Und dann schaue ich mal, dass ich zu Hause nicht mit so wenig ankomme. Wäre schon cool, wenn es ein bisschen mehr ist, damit ich morgen nicht nochmal irgendwo laden muss. Und zu Hause habe ich ja immer noch keine Wallbox, deswegen werde ich hier einfach ein bisschen länger laden und dann sollte das bis zu Hause reichen. Ich versuche dann zu Hause nochmal ein Fazit zu ziehen. Ich denke mal, es wird ein bisschen spät. Mal gucken, ob ich das dann quasi an dem Abend noch mache oder morgen. Aber das ist hier ja auch für euch egal. Aber ihr werdet auf jeden Fall das Fazit noch sehen. Und jetzt stecke ich erstmal Rotkäppchen an und dann geht es später weiter.
So, ihr Lieben, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause angekommen. Es ist ganz schön spät geworden. Es ist 10 nach 11. Ich habe insgesamt knapp 900 Kilometer auf der Uhr. Ich habe ja meinen Tripzähler erst auf der Autobahn zurückgesetzt. Da war ich schon so 2 Kilometer ungefähr, 2-3 Kilometer unterwegs. Und ich habe jetzt, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, also ich habe jetzt 877 Kilometer auf der Uhr. Das müssten eigentlich so 880 sein. Und ja, bin aber ganz zufrieden mit dem Durchschnitt. 17,1 Kilowatt. Das kann sich für mein Model S definitiv sehen lassen. Der letzte Trip war jetzt von 80% runtergefahren auf 42. Das finde ich auch ganz okay für Autobahnen. Ich bin manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer gefahren. Und ja, ich bin mit dem Trip sehr zufrieden, muss ich sagen. Also ich bin immer wieder froh, dass ich mein Rotkäppchen habe. Und ja, hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen. 880 Kilometer an einem Tag ist also durchaus machbar mit einem Elektroauto. Ja, ich weiß, es ist ein Tesla. Ja, ich charge an den Superchargern. Aber ich denke, auch mit anderen Schnellladern wäre das durchaus möglich gewesen, weil an allen Stops, wo ich irgendwie gehalten habe, waren auch andere Schnelllader. Also wäre das auch überhaupt gar kein Problem gewesen. Und von daher, probiert die Elektromobilität einfach aus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das seht, gute Nacht, guten Tag, whatever. Bis zum nächsten Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Stromahoi!